Läuft ja auch nahe schon. Ja, hey Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge der Binding of Isaac. Ich bin sehr gespannt, was wir heute so erleben werden und ob mein Nachbar nicht wieder anfängt zu funken, sodass meine ganzen technischen Geräte abkacken wie in der letzten Folge. Gott. Ich muss umziehen, Leute. Ich muss demnächst umziehen. Das ist verrückt, oder? Einige von euch haben geschrieben, ich soll hier mit Alufolie die Wand irgendwie absichern, damit keine Strahlung mehr durchkommt. Ja klar, ich möchte auch Alufolie an der Wand hier kleben haben. Okay, Leute, wir müssen irgendwie Hasch besiegen. Ist das der richtige Speicherstand? Ich glaube schon, ne? Das ist der... Warte mal. Ganz links ist live, ganz rechts ist... Ja. Alles gut. Im Hardcore-Modus, let's go. Mit Lilith machen wir jetzt mal Hasch fertig. Wieso habe ich einen Winstreak von 5? Bin ich nicht letztens erst gestorben? Nein? Weiß ich nicht, Mann. Oder war das im Livestream? Ich weiß nichts mehr. So, ich spiele jetzt aber auf jeden Fall mit Tastatur wieder mal. Vielleicht interessiert euch das. Das heißt also, ich werde ausweichen wie ein kleiner Idiot. Weil ausweichen mit Tastatur ist für mich nicht mehr. So, warte mal. Machen wir die alle fertig. Übrigens, ja, ich habe meine Haare jetzt mal nachgefärbt wieder, weil ich habe irgendwie gemerkt, irgendwie sahen die nicht mehr so aus wie am Anfang. Und ich glaube, die sind jetzt ein bisschen dunkler geworden, was ich viel mehr feiere. Und, ja, das sieht ganz gut aus. Das sieht ganz gut aus. Gefällt mir. Oh, das ist ein gutes Item. Das gefällt mir. Alles klar. Das ist ein böser Raum. Warte mal. Zack. Und einmal hier um die Ecke. Für die Bumsumsum. Mir wurde auch gesagt, dass wir waren doch in so einem Raum gestern oder vorgestern, wo wir dann Stacheln um uns herum hatten. Und ich habe mich so gefreut, dass ich da durchgekommen bin, ohne Schaden zu nehmen, obwohl das eigentlich so eine Falle war. Aber dann wurde mir in den Kommentaren gesagt, dass man da, dass es ein Bug ist und du da durch kannst über die Stacheln, ohne Schaden zu nehmen. Immer. Echt jetzt? Komm schon. Ich war bestimmt voll gut. Zack, ich war gut. Komm schon, Leute. Ah, alles voller Bugs hier. Naja, egal. Leute, wir müssen demnächst, im nächsten Livestream werde ich auf jeden Fall, also Fallout werde ich jetzt nicht spielen, weil irgendwie spielt... Haben da schon so viele Leute früher angefangen zu streamen. So viele Leute haben das überall woanders gesehen. Und so viele Leute spielen selber. Da habe ich lieber was anderes vor, damit zu machen aus Fallout. So, Wiedersehen. Da habe ich lieber vor, etwas anderes zu machen. Seid gespannt. Ich bin selber gespannt, ob es was wird. Hey, das ist eine coole Farbe. Und ja, schauen wir einfach mal, ne? Einfach mal schauen. Okay, Leute? Gut. So, komm her. Also ein Let's Play werde ich jetzt auch nicht draus machen. Da gibt es dann auch schon genügend andere, die das, denen es besser passt. Ich selber bin ja einer, der, naja, ne? Ihr werdet schon sehen. Ihr kennt mich doch schon, oder? Ihr kennt mich doch schon. So, komm her. Stirb jetzt endlich verdammt nochmal dieser blöde Raum. Wir waren im Itemraum. Ich dachte schon, Spielschutz ab. Gut. Allgemein läuft mein PC seit gestern ein bisschen sehr langsam. So, komm her. Haben wir zwei von denen, das ist richtig sexy. Oh, komm. Komm schon, bring dich wieder selber um mit einer Bombe. Das ist doch deine Spezialität. So. Okay. Warum bleibt das Loch da? Okay, ist weg. Und, oh, Wiedersehen. Unser Ziel ist es auf jeden Fall, Hasch zu besiegen wieder mal. Damit wir vorankommen. Oh, hallo, blaues Herzchen. Das überrascht mich sehr und dieses Item ist auch wunderbar. Range und Tieres ab. Oh, Mama mia. Wir haben aber jetzt echt Glück gehabt mit den Items. Krass. Okay, weiter geht's. Den Bossrush machen wir auch auf jeden Fall mit Lilith. Oder haben wir den schon? Keine Ahnung. Kann ich ja gucken. Geht ja seit neuestem. Und? Haben wir auch noch nicht. Okay, aber irgendwie dachte ich, wir hatten den Bossrush schon mit Lilith und alles Mögliche. Hatten wir echt nicht, ne? Gott, ist das kompliziert, wenn man im Livestream einen Speicherstand hat und hier so. Das ist echt nichts für mein Gehör. Ah, diese blöden Spinnen hier. Zap, 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 zap. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass viele Items, die man aufhebt, plötzlich Lilith zu was anderes machen. Die sieht dann anders aus. Wenn wir jetzt gleich. Also, die lässt sich leicht verändern. Die bekommt plötzlich Augen und sowas. Und wenn du hier Proptosis findest, das sieht lustig aus. Komm her. Komm her und gib mir die Spritze. Wow. Oder auch nicht. Oh, Luck up. Das ist natürlich richtig gut. Vielleicht finden wir gleich noch Tough Love oder so. Ja, gestern der Gamebreak, ne? Ich hoffe, ihr habt ihn gesehen. War ganz witzig. Aus der Fail gestern war ja auch ganz geil. Unsere Tränen waren ja riesig. Was? Ja, Mensch. Doof gelaufen. Komm, wir duplizieren mal hier. Au! So. Okay. Ah. Zum Glück haben wir einen Schlüssel bekommen. Das nenne ich Glück. Oh, hier haben wir noch ein Multi-Baby, welches wir auch duplizieren. Seht ihr? Irgendwie, wenn ich durch Räume gehe, hängt das erst ein bisschen. Upp, hier schon wieder. Was ist da los? Was ist da los? Die Aufnahme läuft, aber alles gut. Vielleicht
die blauen Haare, die nehmen zu viel Blauwerte ein, weswegen das Spiel und die Aufnahme rum. Ich hab keine Ahnung. So. Ja, es wird aber auch jetzt extrem schwer mit dem Blue Baby, mit dem Multi-Dimensions-Baby zu arbeiten, weil ich ja nicht direkt schieße, sondern die Kollegen neben mir. So, komm her. Da steht ihr. Das ist natürlich perfekt gesetzt, der blaue Stein. Komm her. Ah, Wiedersehen. So, demnächst sollte es dann wieder ein Update geben. Oh, Mama. Oh, Mama, Mama, Mama. Infested. Infested bringt ja in Kackhäufchen, die im Raum sind, irgendwie Spinnen, ne? So war das doch. Heilige Mutter Gottes, warn mich doch mal vor. Jetzt ist er weg. Okay. Komm her. Okay, Haunty Bounty. Das ist gut. Dieser Raum ist sehr easy. Weil wir gleich der Haunt mit den Tonnen erledigen werden. Ja, ja, Musik. Glaub nur weiter, dass es vorbei ist. Der Kampf hat noch gar nicht richtig angefangen. So. Bam! Und jetzt hier das Gleiche. Bam! Und da hätten wir ihn schon erstmal ordentlich Aua gemacht. So, das sind doch jetzt zwei Babys hier, so gesehen, ne? Wenn ich durchschieße, kommt die doppelte Power, oder? So. Na, was haben wir hier wieder? Oh, ich bin glücklich. Leute, ich will mal eigentlich wieder auf Angel Deals gehen. Ich will eigentlich wieder auf Angel Deals gehen. Die haben bestimmt auch tolle Sachen. Oh Gott. So, da ist böses Feuer überall. Das darf uns nicht treffen. Okay. Ah, Krampus Head. Schade. Pretty Fly. Geil, das ist sehr gut für Hasch. Ich habe mir auch jetzt gemerkt, wie die aussehen. Ah, den Shop können wir leider nicht rein. Wobei, warte mal. Vielleicht können wir uns reinsprengen. Ja, 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 ja. Warte, hier nach links. Und jetzt. Ah, Mist, hier unten. Tatsächlich, okay. Ja, das bringt uns jetzt nicht so viel. Dich springe ich jetzt auch nicht. Hm, schade. McCade Room könnte man da, aber... Ja. Wheel of Fortune haben wir, da könnten wir vielleicht ein bisschen dran spielen. Passt schon, passt schon. Das ist... Ne. Catacombs XL, sehr gut. Zeitsparend. Wisst ihr, was ich gerne hätte mit Lilith? Die Autobatterie. Ja, yep, weil dann können ja Space-Items manchmal zweimal geploppt werden. Und dann hast du plötzlich mit einem Plop drei Babys. Das ist geil. So. Junge, machen wir viel Damage. Ich kann mich gerade nicht mehr halten, so wirklich. Verdammt nochmal. Uiuiui. Würden jetzt einige von denen mal eigentlich aufgeben? So. Einer nach dem anderen verschwindet jetzt endlich. Oh Gott, Lilith, du musst unbedingt stärker werden. Ich hoffe, die beiden Itemräume, die wir hier finden werden, werden dir helfen. So. Okay, gut. Nichts Böses. Ja, mit den Bomben. Und jetzt schauen wir mal in den Kampfraum rein. Vielleicht ist da auch schon die Rettung. Weißt du was? Ich tue es. Au! Schade, 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 Schokolade. Sind die Kisten eigentlich besonders? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, die haben den gleichen Stuff drin wie andere Kisten auch. Wie normale Kisten. Nur tun die halt weh. Das ist so deine letzte Hoffnung, weißt du? Voll gemein. Okay. Komm, du hast auch nichts mehr. Und die letzte Welle. Kriegt jetzt erstmal eine ordentliche Inkubus-Schelle. So. Hätten wir es. Alles klar, alles klar. Weiter geht's. Itemraum Nummer 1. Rette uns. Ich hätte gerne Eipikek irgendwie. Oder Dr. Fetus mal. Ich habe ja gestern Dr. Fetus gerollt im Game Ring. Gar nicht gesehen. Ich war konzentriert auf ein anderes Item. Verdammt nochmal. Dr. Fetus, wann werden wir uns endlich mal treffen? Wann wirst du mich mal retten? Aber ich glaube, mit Incubus und Dr. Fetus wird es ein bisschen Pain in the Ass. Ne? Kann das sein? Da habe ich dann doch ein bisschen Angst vor. Da habe ich dann doch ein bisschen Angst vor. So. Okidoki. Ich tu's, ja. Ich tu's, Mann. Ich tu's voll. Ich bereue es total, Mann. Ich bereue es total. Au, 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 au. Okay, zwei Bomben bekommen. Vielleicht kann man sich ja raussprengen. Erstmal versuchen. Nichts. Yes. Sehr gut. Vielleicht haben die den Head of the Keeper, ne? Einfach mal sprengen. Ich glaube, der Angel Deal wird trotzdem noch da sein. Ich glaube, der Angel Deal wird trotzdem noch da sein. Sehr nice.
Und jetzt lass mal hier abzischen. Vielleicht ist hier rechts der Itemraum. Jawohl, das heißt, wir brauchen nicht mal einen Schlüssel. Für den ersten. Für den zweiten schon. Aber den finden wir nach. Oh, schade. So. Aha, aha, aha. Du Bettler willst von mir Geld, was? Na. Ich weiß nicht. Ich will es dir nicht zu einfach machen. Oh, Only Friend. Okay, das heißt duplizieren. Also hier ist der Trick. Ja, duplizieren und dann irgendwie alle auf einen Spot bekommen. Und dann, wow, hätten wir zwei von den blauen Fliegen auf einer Stelle, die Schaden machen. Das ist nett. Das ist sehr nett. Oh Gott. So, okay, da ist eine Batterie. Sehr nice. Okay. Perfecto, Matico. Schlüssel, sehr gut. Ich glaube, ich gehe damit hier rein. Pandoras Box. Ich glaube, das ploppen wir einmal ganz kurz. Stummzellen. Okay, okay, okay. Blaues Herzchen gönnen wir uns. Und die Karte hier. Two of Spades. Mhm. Kann uns vielleicht den Popo retten. Los geht's, meine kleine Armee. Folgt mir! Da, guck mal, jetzt sehen wir gar nicht mehr schon aus wie Lilith. Voll blöd. Warte, was mache ich da? Ja, zu Recht nicht explodiert. So. Okay, dann haben wir die Bombe wieder. Und hier haben wir den Boss. Aber wir brauchen ja noch einen Itemraum, das ist ja nichts erleben. Ja, 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 ja. Komm her, Blaufliege. Du regulierst schon. Komm, jetzt plopp ich mal. Bam! Zwei von den blauen Fliegen. Jetzt noch BFF, ey. Meine Fresse, das wird crazy. Komm her. Na los. Alles klar. Nehmen wir mit. Ach komm, wir machen einfach hier den Boss so fertig. Zweimal Gemini. Oh oh. Die haben auch dazu gelernt. Scheiße. So, wo ist die blaue Fliege? Da, komm, du machst am meisten Damage. Eigentlich sollte ich die hier töten als erstes, weil sie nervig, wenn die losfliegen alleine. Nice. Wunderbar, wunderbar. Und jetzt am besten beide gleichzeitig. Ja, perfekt. Na, wo bist du? Hilfe, Hilfe. So, jetzt kann Inkubus auch mal hier ein bisschen vernichten. Und natürlich bekommen wir keinen Devil oder Angel Deal. Das ist doch mal wieder prima. So, aber mir fehlt noch ein Itemraum. Den will ich haben. Komme, was wolle. So. Ich hoffe mal, dass er hier links ist. Nein, ist er nicht, aber dafür etwas anderes Tolles. Ich hätte sehr das Damage abgefeiert, aber ist auch okay. Ist auch okay. So. Und naja, so stark müssen wir eh nicht werden, weil wegen der Damage-Reduktion und Anpassung von Hash ist ja alles scheißegal. Boss Rush wird auch easy peasy, weil wir ja das Space-Item haben, was mega crazy ist im Boss Rush. Weil es wird ja mit jeder Welle aufgeladen und dann kannst du duplizieren, 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 duplizieren. Also mit jeder Welle wird ein Strich aufgeladen, nicht das ganze Item. Mhm, holen wir uns gleich. Auf dem Rückweg. Oh Gott. So, Wiedersehen. Und dann werden wir auch, glaube ich, zu The Lamp gehen, ne? So wie es aussieht. Oh Gott, wenn ich überhaupt hier irgendwo hingehe. Verdammt nochmal, wo ist der Itemraum? Hier. Nein, auch nicht. Ist der Itemraum etwa eine Lüge? Existiert er gar nicht. Oh nein. So. Und schön mit der blauen Fliege in die Scheiße rein. Das gefällt dir bestimmt total. Sehr gut. Und hier ist eigentlich der Itemraum. Wunderbar, wunderbar. Ah, perfekt. Und jetzt setzen wir mal Two Spades ein. Hätten vier Stück. Wir brauchen ja noch ganz viele Schlüssel für später. Nicht so geil, oh. Ah, guck mal hier. Ich bonk was. Bomb das einfach mal weg. Haben ja genug Bomben. Und hier kriegen wir jetzt noch mehr Bomben. Easy going. Ja, gut, ne? Ja, gut, ne? Dann lass uns mal schnell weitergehen. Vielleicht haben wir sogar Glück und die nächste Ebene ist... Warte, bringt das was? Wäre jetzt blöd, wenn der Magic Mushroom... Ah, ne, da kommt man sogar überall an. Cool. Okay. Wäre blöd, wenn der Magic Mushroom da an der Stelle ist, wo man nicht ankommt.
So, jetzt Beeilung, Leute. Beeilung, Beeilung, Beeilung. Beide Itemräume haben wir. Alles gut. Eigentlich nicht. Wir haben beschissene Stärke. Einen beschissenen Stärkewert. So. Da hätten wir es. Test, test, test. Okay. Und mal schauen, was die nächste Ebene für uns hat, ja? Curse of the Blind. Eben Angel Deal wahrscheinlich auch noch. Junge. Ich krieg mich nicht mehr ein vor Freude. So, dankeschön. Ja, damit. Und jetzt heißt es Beeilung. Wo bist du? Da. Ah, bist doch erwischt. Haha. Hier springen wir auch mal. Vielleicht kriegen wir hier das Ghost Baby. Nein, ich habe nicht auf das Dry Baby gehofft. Niemals. Auch dem Ghost Baby gebe ich eine Chance. Aber auch nur eine. Viel Spaß damit. Autsch, verdammt. What? Was habe ich da? Ich war auf die blaue Fliege konzentriert. Was macht das hier? Double Active. Was macht diese Fragezeichenkarte? Jana, weißt du, was die Fragezeichenkarte macht? Nein? Verdammt nochmal, ich weiß es auch gerade nicht. Ich hab's vergessen. Macht sie irgendeinen random Karteneffekt? Random Runeneffekt? Irgendwie sowas, meine ich, mich zu erinnern. Verdammt nochmal. Jetzt weiß ich nicht, wann ich die einsetzen soll. Emperor, okay, ich setze sie jetzt mal ein. Question mark. Question mark. Oh, wir haben unser Space-Item eingesetzt. Ach, setzt es etwa unser Space-Item ein? Jetzt schicke ich gar nichts mehr. Könnt ihr mir gerne aufklären in den Kommentaren, falls ich nicht selber gleich nachgucke. Nach dem Run. Ach, komm jetzt hier. Das ist so ein nerviger Raum. Okay, wir haben eine Emperor-Karte, die kann uns helfen, auf der nächsten Ebene schnell zum Boss zu kommen. So. Der Boss-Rush wird auch nicht lange dauern mit Lilith. Das auf jeden Fall nicht. Ha, da beginne ich schon Selbstmord. Nein. Ah, Mist. BFFS. Perfekt, Lilith. Perfekt. Joker. Ah, ist auch ganz gut. Verdammt nochmal. Vielleicht schaffen wir es ja ohne Emperor-Karte. Vielleicht schaffen wir es ja ohne Emperor-Karte. Okay, hier ist der Boss. Aber wo ist... Alter, BFF haben wir auch noch gefunden. Bin Freunde für immer. Junge. Aber sag mal, wo ist hier der Itemraum? Ich hoffe hier direkt am Anfang. Sonst wird's echt knapp. Yo, die blaue Fliege, verdammt nochmal. Du hast aber zugelegt, du. Ich nenne dich Reini. Reini, die Fliege. So. Simek. The Hourglass, ne? Na, brauchen wir jetzt nicht. Gut, ist keine XL-Ebene. Die Pille, kannst mich mal. Und jetzt gehen wir schön in den Angel Deal und bekommen wahrscheinlich die größte Scheiße, die es gibt. Oder ein Devil Deal. Und da die größte Scheiße, die es gibt. Let's go. Brownie, du bist sowas von vernichtet. Junge. Oh Gott, ich freue mich so auf den Boss-Marsch. Wir müssen es einfach schaffen. Screw, okay. Und Circle of Protection. Ach so, okay, das schleudert manchmal Tränen weg. Also die schleudert Tränen weg und die Tränen werden dann zu Homing-Dingern. Eigentlich ganz nett. Warte, wenn ich jetzt reingehe, ist die Statue wieder da, ne? So kann man leicht farmen. Guck mal. Lass mal farmen. Dann können wir vielleicht Megasatan auch noch machen und noch was freischalten. Da. So kann man am besten farmen. Dank an die Kommentarschreiber, die mir das gesagt haben. So, und Keypiece 2. Sehr schön. Jetzt heißt es aber... Beeilung! So, und ich hoffe, wir kriegen noch einen Angel Deal und noch einen und noch einen. Und ich hoffe, wir bekommen auch noch ein paar Schlüssel. Brauchen wir. Dank Depths 2, okay. Meine Aussprache ist wahrscheinlich wieder für den Arsch. Komm her, komm her, komm her. Komm her, komm her. Hey, sehr schön. Okay, Gott, dieser Ring verwirrt ein bisschen. Dieser blöde Ring. So. Das war eine Pretty Fly. Oh mein Gott, wir sind so perfekt für Hasch. Oh Gott. Den Raum machen wir jetzt mal, bevor wir wieder zurück müssen. Dann das Ganze nochmal machen müssen. So, ging noch ganz schnell. Okay, hier ist nichts. Das heißt, hier lohnt es sich auf jeden Fall nicht. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.
Häppchen kann man sich ja mal hier gönnen. Okay. Oh Mann, gehen wir den richtigen Weg oder nicht? Das ist jetzt die Frage. Scheiße. Algis, verdammt nochmal. Das wäre cool, hätten wir jetzt Vision. Oder sowas. Okay. Dagas Purity, okay, ein blaues Herzchen immerhin. Ja, go, 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 go. Mann, sieht das schlecht aus. Mann, sieht das schlecht aus. Jo, danke. Lass einfach liegen. Wie groß sind denn diese blöden Depths hier? Nehmen wir das hier noch mit. 2 Minuten noch. Da ist der Boss. Wir könnten auf den Angel Deal auf den Itemraum verzichten. Aber können wir das wirklich tun? Können wir das wirklich tun? Oh Gott, ja. Jetzt nur noch ein bisschen Beeilung hier. Na klar, spawnen auch noch Gegner. Okay, und wir finden hier Duck Bum. Hey, hey, hey. Okay, gut, danke. Das ist nicht schlecht. Jetzt go. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go there. Heim ab! Oh Gott. Schaffen wir es so, dann muss ich... Muss mein Space Item ploppen. Ich glaube, ich plopp's einmal. Komm her! Da muss ich die jetzt zusammenführen. So, die blauen Fliegen. Hol es euch. So, und wir müssen jetzt zu... Eigentlich ist es scheißegal, aber wir könnten mal zu The Lamp gehen. Einfach so aus. Weil wir lange nicht mehr bei ihm waren. Okay. Das ist eine Bohne, die ist ziemlich cool. Die macht diesen Effekt wie Cage, wenn er stampft. Da kommen da diese Steine. Sehr geil. Aber wir behalten mal das hier. Wir könnten hier sogar die Joker-Karte einsetzen, weil wir keinen bekommen haben, ne? Kein Angel- oder Devil-Deal. Naja, so. Jetzt heißt es erstmal... Hier ein bisschen aufräumen. So, komm, gleich lädt sich das Item auf. Und gleich können wir es nochmal ploppen. Yes! So, warte, die Fliegen müssen wir jetzt erstmal zusammenführen. Da, guck mal, zack, 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 zack. Ist wie ein Rätsel fast, fühle ich mich. Okay, und jetzt kommt der hier, Fliegen. Hä? Sind die zusammen? Ja, müssten eigentlich. Die werden so viel Damage machen, wenn ich gleich noch einen ploppe. Oh mein Gott. Oh mein Gott, freue ich mich drauf. Ja, die kriegen wir schon so tot. Ah, dieser blöden Kackhaufen, die er gelegt hat. Los, fang an zu fliegen wie ein Weichei. So, weg damit. Was, aufgeladen? Ich verstehe nicht, wieso es mit 2 Aufladungen gibt. Das checke ich manchmal nicht. So, komm, die Fliegen führen wir zusammen. Und let's go. Mit BFF auch noch. Das ist perfekt. Also, wenn du mit Lilith BFF findest, das ist schon sehr geil. Au, verdammt. Oh, hey, Brownie, erinnerst du dich noch hier? Gihahaha. Au. Okay. Ein bisschen aufpassen sollten wir vielleicht doch schon. Nur ein Ticken aufpassen, nur ein Ticken. Nur ein Ticken, oh Gott. Pass jetzt mal auf. Okay, die Fliegen wieder zusammenführen. Und, na, zusammenführen. Und let's go. Wiedersehen. Ich habe schon wieder vergessen, wer der letzte Gegner hier ist. Ich will es mir immer merken, aber dann vergesse ich es wieder. Mann. So, komm rein in den Kugelhagel des Todes, mein Freund. Noch eine Fliege. Oh, geht hoch, 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 hoch. So, und jetzt... Attacke! Das ist ja wie die Schere schon fast, ne? Wie die Schere. Nur so ein bisschen noch brutaler, habe ich das Gefühl. Krass. Okay. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nice. Ah, kann man nochmal einsetzen. Verdammt, fast übersehen. Sammelt eure Kräfte, meine Freunde. Na, habe ich euch zu viel versprochen, Leute? Es ist richtig geil hier, die
die Dinger hier mit Lilith zu machen, den Boss Rush. Ja, die können wir auch mal mit den Kugeln zerstören, warum nicht? Oh, da kommt der Typ. Yeah, dein Sensenhagel kann mich mal kreuzweise. Wow. So, alles klar. Achso, einsetzen. Gibt ja dabei was. Ah, komm, Fliege, 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 Fliege. Sehr schön. Ich glaube, das sind die letzten. Kann es sein, dass das hier die letzten sind? Glaub schon. Ja, das sind die letzten. Und wir bekommen ein Dry Baby. Das ist ja ein richtiger Familienausflug. Okay. Und ich glaube, ich setze hier jetzt auch Joker ein. Na, okay, wir können fliegen. Ist jetzt nicht so schlecht. Aber wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen, damit wir den Hasch noch besiegen, ne? 7 Minuten, ein bisschen weniger haben wir noch. Das ist machbar, Leute. Ich sag euch, das ist machbar. Okay. So. Scarchwump. Ich mag die Ebene. Die sieht schon töfter aus. Lucker. I like. Bumster Key. Perfekt. Wir haben kein Problem mehr mit Schlüsseln. Das ist sehr schön. Das ist sehr schön gelaufen hier gerade. Wow. Ich hoffe, der nächste Deal wird jetzt ein Devil Deal, damit wir schön irgendwie was Crazyes bekommen. Was Crazyes bekommen. Jo. So viele HP-Ups haben wir hier. Ah, Puberty, okay. Was? Ach, da. Na gut, ich kann ihn ja nicht selber töten. Ich warte die ganze Zeit auf die Fliege. Ich muss es doch schaffen, selber klarzukommen. Nicht immer auf die blaue Fliege hoffen. So. Hui, ich Glück gehabt. Wiedersehen. Ah. Oh. Nehmen wir das mit? Ich weiß gar nicht, hat man da nicht so eine richtig krasse Range oder sowas? Räusper, räusper, räusper. Mein Gott. Tut mir leid. Lass das mal mitnehmen. Oh, Sensen, ich habe Angst. Nee, wirklich, ich habe ein bisschen Angst vor denen. So. Die sind das Gefährlichste daneben, diese blöden Sensen. Und wieder ein Angel Deal, okay. Mit Mythre. Okay, komm, wir springen den mal einfach so. Just for the lulz. Fliege, hilf mir. So. Okay. Ich wollte nur wissen, was die droppen. So, jetzt heißt es aber schnurstracks Richtung Hashibashibo. Ja, dieser Wurm macht eine hohe Range. Irgendwie gibt er richtig viel dazu. Ich weiß nicht, wie viel. Einige haben gesagt, du hast eine unendliche Range mit Continuum dann. Ich weiß nicht, vielleicht war das nach dem Update nicht mehr so, aber als ich es hatte... Nee. Ich hatte da eine Begrenzung. Wäre natürlich richtig krass, wenn du mit Continuum unendlich weit schießen kannst. Also die Kugeln fliegen dann immer die ganze Zeit. Voll geil. Okay, die würde ich gerne so töten. Machbar. Alles machbar. Jetzt muck mal nicht auf hier. Sehr schön. Da oben kommen wir jetzt natürlich nicht rein. Au, was? Achso, da ist so ein Ding. Aber wir haben gut Leben, das ist schon mal schön. Jetzt haben wir natürlich keinen Polaroid-Effekt. Hätten wir so oder so nicht, hätten wir es mitgenommen. Aber naja, Sackgasse. 4 Minuten. Womp-Ebenen sind gemein. Womp-Ebenen sind sehr gemein. Wenn man den falschen Weg geht. Deswegen müssen wir jetzt hoffen, dass das der richtige Weg ist. Yes, baby! Wir sind aber richtig gut in der Zeit. Bumsaki. Hm. Ich glaube, ich nehme das mit. Wobei Magician ganz nett wäre bei Hash. Au. So, ich setze das hier nicht ein, weil ich möchte meine Karte, also mein Space-Item erst bei Hash einsetzen. Nicht, dass wir gleich keine Batterie finden und nicht aufladen können. Das wäre doof. Da seht ihr, die Kugeln werden zurückgeschleudert, manche. Nicht alle, aber manche. Eigenartig, dass sie sich nicht bewegt hat. Gut.
Let's go, Hashibashi. Oh Gott. Das wird wieder so ein Krampf. So ein Krampfkampf. Cricket's Head wäre jetzt ganz nett. Oh, leider nicht. Gut. Hey, danke fürs blaue Herzchen. Monstrous Lung, hä? Oh, verlockend. Nehme ich mit. Nehme ich mit. Was haben wir im Shop? Oh, da ist die Autobatterie. Mama. Das ist auch ganz nett, aber wir bekommen eh keinen Shop mehr. Weißt du, dieser Shop bewirkt das wie beim Greed Mode, dass du dann immer wieder neue Items hier spawnen. Aber brauchen wir jetzt nicht. Bringt nichts. Ja, hui. Da kann ich mich jetzt echt gar nicht entscheiden. Gut. Ja, lass mal spenden. Vielleicht kriegen wir noch ein Steam Set oder sowas. Keine Ahnung. So, ich habe jetzt Monstrous Lunge, das darf ich nicht vergessen. So. Einfach mal spenden für schlechte Zeiten, was? Okay. Oh, noch ein Penny. Das ist mein Glückspenny, den behalte ich. Alles klar, Leute. Let's have fun, hä? Huh? Lilith vs. Hush. Es ist zweimal geploppt. Yes, guck mal hier, wir haben drei Fliegen direkt. Machen ihn fertig, ey. Guck mal, wie wir ihn fertig machen. Guck mal, wie wir ihn fertig machen. Naja, nicht wirklich, aber so ein bisschen fertig machen tun die schon. Machen die überhaupt Schaden? Hat er jetzt auch so ein Damage-Skalierung-Kack-Dings? So, komm her. Ja. Oh, wir haben sogar Bandage Girl jetzt, weil es doppelt geploppt ist. Oh. Aber noch nicht die letzte Form. Das ist nicht die letzte Form. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir haben auch jetzt ganz viele Dry Babies, was auch sehr geil ist. So, sehr schön. Kann das Bandage Girl jetzt auch eigentlich auch angreifen, verdammt nochmal, oder was macht es da die ganze Zeit? Wirklich umherrennen? Das brauchen wir hier nicht. Leute, das ist der perfekte Lilith Run, Mann. Run, was? Der perfekte Lilith Run. Monstrous Lunge nervt jetzt vielleicht ein bisschen, aber hey. Mal schauen, was wir daraus noch so bekommen. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und die fliegen. Also die fliegen. Räumt mal auf, macht ihn fertig. Komm schon. Damage Reduction setzt ein. Verdammt. Und wieder weg. Du hast keine Chance gegen mich, Josh. Yay. Nice. Macht schon gut Damage, wenn die Reduction weg ist. Na, guck mal, jetzt frisst sie die Fliegen. Sehr schön, immerhin. Immerhin macht sie da was. Ich glaube, hier bin ich safe. Na, guck mal, jetzt steht sie neben drin, verdammt nochmal. Jetzt ist aber auch ein bisschen blöd, weil wegen der Damage Reduction und so. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ah, daneben geschossen. Komm her. Oh Gott, die Dry Babies flippen jetzt aus. Komm her, du Dödel. Komm her, du Dödel. Ah, es hat gesessen. Ja, das wird ein easy Kampf hier. Wird easy. Glaube ich. Hoffe ich. Ja. So, bin ich hier safe? Ich glaube, hier bin ich safe. Sehr schön. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ich bin hier safe. Mehr oder weniger. Junge, die Dry Babies retten mich hier. Ja. Wir haben noch viel zu tun hier. Wir müssen der Lamp besiegen. Dann noch Mega-Satan. Mama mia. Wir müssen hoffen, dass... Jetzt noch die Non-Hobbe. Die Non-Hobbe wäre nicht schlecht, Mann. Mhm. Oder Sharp Plug und Wafer. So. Tut weh, was? Hasch? Ja. 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 Oh, nein. Au, 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 au. Das hat sich wehgetan.
Haben wir es? Nein, verdammt nochmal. Ein letzter Schuss nur noch. Ein kleiner Schuss. Abel würde ihn jetzt sogar besiegen. Geht doch. Inkubus has appeared in the basement. Nice, wir können jetzt Inkubus auch bekommen. Im Devil Deal, das ist geil. So, wir müssen zu Satan. Ja, nicer Dicer würde ich sagen, ne? Lass mal kurz hier die Herzchen einsammeln. Und jetzt ziehen wir Leine. Ziehen voran. Nice. So, dann nur noch jetzt Mega Satan und The Lab. Und den richtigen Weg finden, was nervig ist. Und mit Monstrous Lunge arbeiten. Okay, merke dir, Monstrous Lunge ist mit Lilith nicht gut. Es geht. Batterie brauche ich jetzt nicht unbedingt. Naja, zum Glück haben wir die blaue Fliege. Mit der ist das alles easy going. Boah. Geil. Vielleicht muss ich auch den Wurm ablegen. Vielleicht nervt der Wurm, weil irgendwie fliegt das so schnell. Ich lege mal gleich den Wurm ab. Legen wir mal den Wurm ab. Mal gucken, wie die Dinger jetzt fliegen. Viel besser, viel besser, viel besser. Davor sind die viel zu schnell geflogen. So. Glaube ich, dass es viel besser ist. Keine Ahnung. So. Hilfe. Oh, um Gottes Willen. Ich wollte einen Geheimraum suchen. Sollte ich vielleicht das nächste Mal machen, wenn wir alle Gegner besiegt haben. Berkano Championship, oh. Unendlich Schlüssel. Oh, alles gute Sachen, aber... Sag mir eins, werden wir Gapistel bekommen? Ich hoffe gleich irgendwie. In der roten Kiste, ja. Ist alles noch möglich? Ist alles noch möglich? So. Oh, schalten wir gleich ein cooles Koop-Baby frei. Das fehlt mir auch noch alles. Oh, guck mal, hier ist der Boss. Und es hat sich... Ja, es hat sich zweimal gefloppt. Oha. Okay, die sollten sich sammeln. So, und jetzt können wir arbeiten. Ah, so nötig Schaden bekommen. Nice. Ja, das würde ich Damage nennen, ne? Das würde ich Damage nennen. So, let's go in die nächste Ebene. Und schnell The Lamp finden. Wo bist du, Dödel? Serpent's Kiss ist auch ein sehr gutes Item. Ich habe vergessen, was es macht, aber ich weiß noch, dass, als ich es hatte, es gut war. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das ist ja super, was wir hier bekommen haben. Na, immerhin oder so. Keine Ahnung. Naja, jetzt müssen wir auf jeden Fall erstmal The Lamp besiegen. Wenn wir schon mal hier sind. Wenn wir schon mal hier sind, ist jetzt The Lamp dran. So, sehr schön. Ich war doch der Geheimraum. Ja, genau. Quadshot mit... Junge, wie sehen wir denn aus? Voll derpy. Was ist das denn? Sieht man immer so aus, wenn man Quadshot aufgehoben hat? Ja, ne? Sieht man immer so aus, wenn man Quadshot aufgehoben hat? Sieht ein bisschen derpy aus. So ein bisschen. Aber ich glaube, das skaliert mit Monstrous Lunge und Quadshot. Jetzt laden wir halt nur mächtig viel auf. Aber ich glaube, da sind viel mehr Sachen. Ich bin ziemlich derpy, Leute. Und im Spiel auch. So. Uiuiuiuiuiuiui. Das Aufladen dauert sehr lange. Viel zu lange. Nehmen wir mit hier, GB-Bug. Das wird ein geiler Kampf, wenn das auch noch zweimal dupliziert wird. Dann sage ich nur, mein lieber Charlie. Das wird den Bossen wehtun. Und ich hoffe einfach mal, dass das hier der richtige Weg ist. Es ist nicht, super. Oh Gott, hier setze ich, glaube ich, ein. Nur zweimal dupliziert, schade. Ach, Moment mal, das ist sogar die Endform von Bandage Girl. Doch, das ist die Endform. Ja. Also wenn wir gleich, wenn es klappt mit dem zweimal, nicht wie jetzt. Wieso ist das Loch da offen? Wieso ist es offen? Kann man da reinhüpfen, dann passiert was? Ach so, nein. Eigenartig. Okay, hallo.
Oh Gott, ich hätte lieber nur Quadshot mitgenommen, nicht Monstrous Lunge. Aber man lernt ja aus Fehlern. Man lernt ja aus... Oh Gott. Himmels Aschenzwirn. Hat nichts gebracht. So. Komm, noch mehr Kisten. Ich bin jetzt heiß auf noch mehr Kisten. Gib mir noch mehr Kisten. Und nicht falsche Wege. Kisten, nicht falsche Wege. So, wir müssen unbedingt unser Space-Item aufgeladen haben, wenn wir gegen Satan kämpfen oder Lamp. Bei Mega-Satan sogar mehr, eher. Alter, es könnte doch sein, dass ich hier abkratze. Hier ist ab. Oh, das brauche ich jetzt ziemlich. Ich brauche sehr viel von diesem Scheiß. So, erstmal ein. Erstmal sich auf einen konzentrieren. Der ist eingefroren. Sehr gut. Wegen unserem Glitch-Baby. Okay. Da hätten wir es. Oh, da ist noch einer. Immer dein Herzchen bekommen. Okay, wir können doch einfach nur Mega-Satan töten und den Rest hier sein lassen. Nein, nein, nein. Wir brauchen ja alle Unlocks, ne? Oder? Können wir das schaffen? Jo, wir verkacken hier. Oh Gott, ich dachte, ich hab schon aufgeladen. So. Vor allem sehe ich mein blödes Inkubus-Baby nicht, weil es hinterm Dry-Baby versteckt ist. Eigenartiger Bug. Oh fuck, wo kam der her? Keine Ahnung. Ja, Leute, ich würde sagen, das sieht sehr gut aus, ne? Ich würde sagen, das sieht sehr, sehr gut aus. Naja, wollen wir den Teufel mal noch nicht an die Wand malen. Oh Gott. Ist vorbei. Ah! Es ist vorbei! Diese blöde Maus und Lunge und so. Verdammt! Mega-Satan hätte ich töten müssen. Ah! Egal. So, hab's geschafft. Toll, danke. Vielen Dank fürs Zusehen. Hat Spaß gemacht. Ich fand das Ende ein bisschen eigenartig, aber war doch ganz okay. Mann. Bis dann. Ich hoffe, ihr habt einen genauso schönen Start in den Tag. Tschüss.